Ja, und live sind wir. Hallo liebe Leute und willkommen zu meinem Livestream. Ich bin René und ich spiele The Evil Within, und zwar den zweiten DLC, der sich nennt The Consequence. So, ich komme gerade nicht mehr aus dem Speichermenü raus. Okay, genau. Wir sind hier beim... in der Zentrale von Möbius. Ich sehe gerade, dass es vielleicht ein bisschen zu laut ist, meine Stimme. Ich denke, ich werde die hier noch ein kleines bisschen leiser stellen. Ich habe hier einiges geändert an meinem Setting von meinem Headset. Und zwar habe ich mir den Luxus geholt, dass ich mich nun selbst höre beim Sprechen. Das bedeutet, dass ich selbst auch höre, was ich da für einen Blödsinn die ganze Zeit labere. Das ist insofern gut, dass ich das jetzt kontrollieren kann, wie laut, wie leise sein muss. Was liegt hier am Boden? Das Pillen? Was zur Hölle? Hat da jemand seine Ration verbraucht? Oh, ich habe eine Pille genommen und die restlichen werfe ich einfach hier auf den Boden. Und zwar in der exakt gleichen Anordnung. Zweimal. Ja, ja. Faule Programmierer, hä? So, hier haben wir wieder das interessante Bild von einer Person, die eine Art Band nach sich zieht. Und hier oben die ganzen Gehirnstechdinger. Okay. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu leise, aber es sollte eigentlich gut hörbar sein. So, wir sind von da oben gekommen, wir sind da oben hereingekommen. Oh, wow, was ist eigentlich hier los? Die ganzen Blumen sind total verrottet, das ist ja nicht schön. Na gut. Beim letzten Mal haben wir gelernt, dass wir diese Leuchtdinger hier werfen können, denn wir haben unendlich viele davon und sie können uns den Raum erhellen. Also wir können versuchen, hier einiges zu erforschen, wenn wir sehen. Nicht das hier. Ach so. Ne? Bedeutet das Rote um meinen Kopf herum nicht immer, dass ich entdeckt wurde? Oder nicht? Oder schon? Ich bin nicht sicher. Ich habe das Stealth-System von diesem Spiel noch nicht ganz verstanden, muss ich zugeben. Es ist aber etwas besser als im Hauptspiel. Although brilliant, Ruben was quite insane. A compromise of ethics on our part. He seemed motivated, obsessed with revenge against something never specified. We discovered what he was doing in secret. Torturing. A penchant for traps. A serial killer masquerading around as a scientist. Hey, okay. Dieser Rubik. Er ist kein netter Dude. Versteck mich wieder hier ein bisschen. Ich denke, dass hier vielleicht wieder was sein könnte. Oh. Eine goldene Schallplatte. Hier, bitteschön. Danke sehr. Item acquired. You've unlocked a new music track. You can listen to it in the soundtrack player from the Consequence title menu. Sehr schön. Neue Musik freigeschalten. Das freut uns natürlich sehr. Das können wir vielleicht noch brauchen. Noch nicht. Was ist hier eigentlich für eine Notiz? Ich kann nichts lesen davon. Das ist total verschwommen. Irgendwer hat da schon wieder Blödsinn geschrieben. Wieder das gleiche. So, hier ist nichts mehr. Ist das eine Tür? Nee, das ist einfach nur eine Wand. Sinnvoll, dass es. Ja, was ist. Irgendwelche Schädeldecken. Ne. Kann ich hier durchgehen? Nichts zerstören? Ha! Keine Chance. Ich kann das hier verschieben. Ich würde das hier nehmen mit Space und dann kann ich es nach hinten verschieben. Die Mega-Geräusche. Aber das ist okay, denn es hat niemand gehört. Immer noch sind wir hier in Ninja. Niemand entdeckt uns. So. Halt unsere Hand auf das Scannergerät. Damit wir hoffentlich diese Tür öffnen. Pathways are shut down until system is rebooted. Oh shit. Oh shit. Oh, okay. Da bin ich jetzt unnötig ausgezuckt. Ich dachte, hier kommt jetzt gleich die Mörderfrau wieder. Ich sehe genannt Bianca. Lina? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie sie wirklich heißt. Oh, was ist denn hier los? Hier sind wieder halbe Köpfe unterwegs. Ah, das sind hier einige Experimente gemacht worden mit diesen Köpfen. Irgendjemand wollte hier wirklich wissen, was da drin vor sich geht. Die Gehirne aufgemacht und gesagt, so, mit dieser Nadel steche ich nun dahin. Ah, da sieht man das schon. Ja. Die
Okay, ich kann das erklären, wissenschaftlich. Diese Nadeln stechen in das Gehirn und stimulieren dabei Halluzinationen. Das sieht aus wie ein Baumwurzeln. Das ist. Das ist die Gehirnwurzel, das ist der Gehirnbaum, das sind die Gehirnblätter. Da ist es verbunden. Moment, warum bin ich. Ach so! Das ist das Hauptgehirn, wo der ganze Blödsinn stattfindet. Und ein Mensch kann sich mit diesem Helmgerät den Kabeln verbinden. So. Und das ist dann im Haupthirn drin. Das ist das Gehirn von Ruvik, glaube ich, wo wir halt hier drin sind. Ich bin dann vielleicht auch hier so angeschlossen. Ja, okay, ich gehe mal zum nächsten Raum, weil vielleicht ist das alles hier nur Schwachsinn. Gibt es hier keinen nächsten Raum? Gibt es hier keine Türen? Aber hier ist His demeanor has turned far too aggressive and his techniques even more perverse. Da Vinci would dissect corpses to further his anatomical studies, but what Ruben has done goes beyond demanding his subjects be aware as he dissects them to truly see how the mind reacts. He's more of a butcher than an artist. But we must remain scientists above all. I had taught him from a young age that the end shall justify the means, but I could not have predicted things to be this extreme. Mobius has learned of his involvement due to my carelessness. I've asked they bring him on board to assist in development. Perhaps offering him better facilities and support will refocus him and stave off his gruesome proclivities. Ja, das ist ja natürlich dann nicht so. This machine was designed for me. People like you, you took my life away, turned me into an abomination. Finally, with this machine, I can go back. I can live the life I was supposed to have. We are forgiving. We are willing to overlook your certain peculiarities for what you can provide us. But you are testing our limits, our manpower. Our resources are not here for your pathetic fantasy. You will reverse the calibration on the machine so we can use it without you. And what if I say no? You think Jimenez can fix this? You need me, and there's no way around it. Ruvik. No. Ruben. This was where he was doing his research with us. We were just using him. And I doubt he's the first. Oh, holy crap. Oh, holy crap, was ist das? Ich mach jetzt mal den Raum ein bisschen hübscher. Okay. Oh mein Gott. Das sind die Todesschreie von den Leuten, die hier gearbeitet wurden. Nee, ich muss mich durchdrücken. Das sind böse, böse Todesfallen. Wie nennt man das? Wie nennt man sowas? Das ist der normale Fachbegriff dafür. Todesspiralen, Säbelmesser, Dings. Wahrscheinlich. Oh nein. Oh nein, eine Tür, die ich aufmachen muss mit meiner Taschenlampe. Ich habe keine Taschenlampe. Oh, ist meine Taschenlampe? Oh mein Gott. Oh nein! Todesmörderfrau, warum ist sie tot? Wurde auch an ihr experimentiert. Bin ich jetzt gleich tot? Danke. Hoffentlich steht sie jetzt nicht wieder auf. Sie steht sicher auf. Natürlich. Natürlich steht sie auf. Lauf! Lauf, 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 lauf. Wohin? Wohin? Da ist doch nichts mehr. Ah. Auf, Frau, lauf! Oh mein Gott! Oh, die Sprinkleranlage. Oh nein! Das geht so nicht. Das ist nicht der korrekte Weg, wie das gespielt werden soll. Das sollte man nicht zulassen, dass man hier gefressen wird. Nein, nein, nein. Aber wie ist die Frage, wie kann ich es besser machen? Okay, ich werde nochmal näher hingehen. So, jetzt werde ich näher gehen. Okay,
Okay, eigentlich ist es egal, wo ich stehe, wenn die Tür offen wird. Sie steht ja erst auf, wenn die Tür offen ist einmal. Jetzt. Alles klar. Und losgelaufen. Losgelaufen, Kidman. Lauf, 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 lauf. Du willst laufen. Du musst laufen. Es geht nicht anders. Dritte Tür an. Weiter geht's. Lauf, 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 Kidman. Lauf, lauf, lauf. Komm schon. Lass dich nicht blenden vom Licht, das gar nicht da ist. Lauf immer wohin da. Hier, halt die Hand dran, halt die Hand dran, schnell. Oh Gott, das geht sich niemals aus. Es ging sich aus. Schnell rein, 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 rein! Kidman! Oh mein Gott! Warum? Warum tust du mir das an? Julie Kidman. Warum? Du hättest die Tür aufmachen müssen. Wieso hast du es nicht getan? Okay, wir wissen, was uns erwartet. Wir gehen jetzt mal daher und verstecken uns hier mal. Denn die böse Mörderfrau wird gleich auftauchen. Wir können sie vielleicht ablenken. Sie mit dem Licht ablenken? Können wir nicht. Gut, wir müssen also darauf achten, wo sie langläuft. Dann können wir nämlich das nutzen, um die Tür zu öffnen. Ich sehe. Genau da. Das ist natürlich schlecht. Jetzt? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Es ist wieder mal schrecklich. Es ist wieder mal schrecklich. Oh, ich kann es nicht vorausahnen, wo sie hingeht. Sie geht immer genau dahin, wo ich sie nicht haben will. Fuck you! Das ist gefährlich knapp. Sie hat mich nicht entdeckt. Ich gehe darüber gleich. Komm schon. Ist okay. Ich geh jetzt dahin, mach die Tür auf. Shit, sie hat mich entdeckt. Schnell die Tür machen. Und wegrennen. Julie, lauf, bitte lauf. Julie, lauf. Warum sprintest du nicht? Julie! Ich habe einen Plan, der diese Situation komplett lösen wird. Denn ich werde jetzt mal hinsprinten, während die Todesfrau noch kommen muss. Dann mache ich die Tür auf. Ja, halt die Hand dran! Entschuldigung, halt die Hand dran. Sei nicht. Und da wurde ich entdeckt. Ich sprinte auf mich zu, aber ich sprinte weg. Und sie hat keine Chance. Keine Chance, mich wieder zu entdecken. Das Gute ist, dass die Tür jetzt schon aufgehen ist und die Todesfrau da drüben. Du bist so schlecht, Todesfrau. Du bist schlecht. Du wirst jetzt einfach in die falsche Richtung gehen. Wie ich es gesagt habe, in die falsche Richtung gehst du. Und dann kann ich an dir vorbeischleichen. Du wirst niemals erfahren, dass ich diesen Raum verlassen habe. Damn it! Du hast doch erfahren. Aber ich kann hier schnell. Ja. Oh, dadurch. Du kannst da nicht reingehen. Geh weg. Gut. Warte mal, falsche Richtung. Oh Gott. Ich sehe nicht mehr. Muss ich hingehen? Da. Oh mein Gott. Das ist ja richtig. Richtig ekelhaft, dieser Gang. Warum spratzt da irgendein Blut raus? Muss ich da wirklich raus? Nicht da raus? Oh, das ist wieder so ein Versteckspiel mit dir. Mal wieder ein Versteckspiel. Wo kommt sie raus? Sie kommt da raus. Oh shit, it's back! Ja, es ist back. Oh, holy crap! Okay. Die hat mich doch nicht entdeckt. Ich dachte, sie hat mich vollkommen im Blickfeld. Aber ich habe mich geändert, sie hat mich nicht gesehen. Die Frage ist nur, wo ist sie jetzt? Da ist sie irgendwo, ich kann also weitergehen. Ist sie... Shit, wo ist sie? Oh! Hallo, stolzierende Todesfrau. Hallo. Hopp. Geh. Ja. Auf. Hol die auf. Glück habe. Please enjoy this music while waiting. Nein. You've got to be kidding me. Ernsthaft.
Okay, ich enjoy die Musik schon ziemlich, aber ich will auch, dass die Tür aufgeht. Holy fuck, sie kommt zurück. Schnell, schnell, Jolie, 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 Jolie. Come on. Fuck. Die Musik, hallo? Ernsthaft? Oh, wie gut. Wie geil ist das? Oh ja. Yeah. So, jetzt musst du nur noch Natürlich, keine Sache. Geh weg. Weg. Wieso kommt sie zurück? Warum? So, jetzt geh weg. Brav. Ich geh da rein. Und ich fahr doch mal Aufzug. Guess I'm all right for now. Hoffentlich. Nein, warte mal, wenn du sowas sagst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Natürlich nicht. What the? Natürlich nicht. Holy shit, no, no. 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 kannst du bitte nicht das machen? Ich werfe jetzt einfach mal so einen Glühlampe daraus. Ah, ist sie gone? Okay. Nope. Ah, wie schön. Ich find's toll, dass die ganzen Sprinkleranlagen hier funktionieren zumindest. Sie tun zwar kein Wasser werfen, aber sie funktionieren. Ist okay. Ernsthaft? Oh, das sind die Geräusch-Zombie-Nators. Das ist ja schlecht. Ich kann ja überhaupt nicht erkennen, wo ich da hingehen muss. Ja, alles in der Dunkelheit liegt. Ah, ich kann da. Kann ich da unten durch? Ich kann unten durchklettern. Hoffentlich geht sich das aus, bevor der zurückkommt. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Er hat mich gehört. Sehen, okay, spüren, was auch immer. Ich muss schnell, schnell. Shit! Oh, 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 alles cool, alles cool. Schnell, schnell, schnell. Entschuldigung, 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 bitte. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott. Adrenalin steigt. Sie sind zerspratzt und haben mich nicht erwischt. Das ist natürlich super schön. Freue ich mich jetzt natürlich sehr. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber ich beschwere mich nicht. Ich möchte mich nicht beschweren. Ich werde jetzt hier noch mal durchklettern. Ich glaube, ich muss dahin. Dahin. Ah. Oh Gott, sind Geräusche. Ja. Great. Oh, gut. Gut, 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 gut. Oh, genau, ich muss ja in den Keller von diesem Gebäude. Denn in dem Keller findet sich das Haupthirn. Das sehen wir von hier? Ja, ich sehe den Raum, wo ich hin muss. Oh, diese ganzen dunklen Dinge sind schwierig. So, ich habe hier wieder eine Tür, die halb offen ist. Warum ist sie halb offen? Was ist dahinter? Öffne die Tür, Julie. Öffne sie! Oh, Auge. 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 What have you done to Reuben? Show me! Keep your emotions out of this, Jimenez. He brought this upon himself. We gave him a chance. Where is he? If you really wish to know, he's in the next room. Come. See. Oh nein. Ich habe hier meine Taschenlampe wieder. Ich kann also jetzt. Ich kann jetzt wieder die Möbelstüren öffnen. Das ist gut. Außerdem. Jo, nix außerdem. Ich kann mich erinnern, dass es im Hauptspiel auch um das Auge von Reuben ging, einmal. Aber das war in einem anderen Kontext, glaube ich. Der funktioniert nicht so richtig. Rätsel. Oh nein. Oh, das ist easy. Wir müssen nur die Blutflecken so anordnen, wie sie ursprünglich waren. So. Allerdings ist natürlich die Schwierigkeit, dass ich das mit. Was? Ach so, okay. Mit der Maus lege ich das Dial. Und wenn ich es drehe, dann drehen sich aber alle mit. Nein. Okay, wenn ich das eine drehe, dreht sich das mit, aber ich kann das einzeln drehen.
Dann das. Welches sehe ich? So, hingehört. Ja, alles perfekt. Dann haben wir ein weiteres Stück von diesem Brief. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum wir diesen Brief überhaupt sammeln und was der überhaupt sein soll. Ich hoffe, dass wir es noch erfahren werden. Ich hoffe, dass ich alle Teile schon eingesammelt habe. Oh, ich habe sicher schon ein paar Teile verloren. Naja, naja. Wir können ja schauen, wie viele wir sammeln. Vielleicht ergibt es Sinn, was da steht. Oh, wir können da runtergehen. Links oder rechts? Links oder rechts? Ich gehe mal rechts. Was ist das für ein Raum? Was haben sie hier gemacht mit dem? Oh nein. Das ist das Gerät vom Hauptherrn. This is despicable. What is this monstrosity? Despicable? Coming from the man using his own patience to further his own research? The irony of this situation is amusing. Okay, ich verstehe es. But even you must realize what we can do with this. This means STEM will run. We can continue the experiments. And your assistance is even more necessary than before. This whole project, from the beginning, it was about deceit. Also sie haben versucht, das Experiment weiterzuführen. Moment. Das ist sicher irgendwo gleich wieder ein Rätselkoffer und ich weiß, wie ich das Rätsel lösen muss, denn wir müssen diese... Oh Gott, wie viele sind das? Eins, dann die oberen drei. Genau, so mach's. Eins, dann die oberen drei, dann oben und unten und dann keins mehr. Okay, wo ist der Rätselkoffer dazu? Wo ist der Rätselkoffer, der hier zu diesem Rätsel gehört? Oh, wo ist er wirklich? Rätselkoffer, wo bist du? Gibt's hier keinen Rätselkoffer? Ach komm, Julie. Komm, Julie, beruhig dich. Ha, vielleicht im nächsten Raum dann. Na gut. Also sie haben versucht, dieses Experiment weiterzuführen, aber Ruben hat... Oh, okay, hier ist es. Ruben hat es ihn nicht gelassen, denn er wollte... ich weiß gerade nicht genau, was seine Forderungen waren, aber... Okay, genau andersrum. Er hat es verhindern können, dass sie das Experiment weitermachen, indem er eben ihnen nicht mehr hilft. Doch sie haben eine Möglichkeit gefunden, um sein Hirn in die Maschine zu platzen, um das Experiment doch weiterzuführen. Das ist natürlich nicht gut für ihn, denn das heißt, er ist ersetzbar. Beziehungsweise sein Hirn gebraucht, aber... I saw what they have done to him, and I am appalled. To think the young boy I mentored is now this. A mass of gray matter in a glorified test tube. Could they have been planning this all along? And what have I become in all of this? They've managed to keep his mind alive by simulating an artificial body. His consciousness is being confined to a mental straitjacket, a gear in their infernal machine. They have even stricken his name in humanity, referring to him by an anagram, Ruvik. A crude joke, as if spitting on his grave. I almost felt the urge to smash the case and end it right there. But my anger was quickly replaced by scientific curiosity. Ruben's legacy will live on. I will spearhead the next step. I will create something of my own out of this tragedy. Naja, okay. Naja, okay. What you see here is one of the first STEM prototypes. Dude, it requires a physical connection from user to host. But Beacon houses a newer version with a wireless transmitter. That sound in the patrol car must have been when Jimenez activated it. Joseph, Sebastian, Oscar, they were all pulled in with me. The STEM and Beacon, that's where it all started. There must be a way to get out of this world from here. Oh. Wahrscheinlich hier rausgehen wieder.
Drücken. Sehr gut. There are some things here that are to remain in the dark. Especially for you, kid. You're asking too many questions, ignoring your mission. Running from responsibility. Just like you always do. No, that's not true. You don't know me. That much is obvious. But we need to make sure you do what you're told. You're lying to me, hiding things. I can't trust you, not like this. You are not required to trust us. Only to obey. Gut. Ich würde sagen, wir machen erstmal Pause. Dieser Obvious-Typ, unglaublich. Interessante Sachen, die hier passieren. So, wir machen hier mal Pause und ich sage danke fürs Zusehen. Folgt mir hier auf Twitch, folgt mir auf Twitter, auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram, wo ihr denn wollt. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, es würde mich sehr freuen. Also, bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.